Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was unser Auftrag war. Ja, wir sind von hier unten gekommen. Wir waren hier und wir mussten nach Coffee World. Und wir sollten da in den Souvenirladen, glaube ich, ne? Da gibt es irgendwie, gibt es einen Schlüssel? Genau, da gab es, glaube ich, einen Schlüssel für unseren Wohnwagen oder so, wo wir angeblich quasi gerade eben noch gewohnt haben, bis wir wahrscheinlich unser Kind verloren haben und super traurig geworden sind. Ja, okay. Ich bin da. Wo muss ich denn lang? Da muss ich so durch, ne? Warte mal, das heißt, hier ist nur so ein Kringelding. Da müssen wir leider dann einmal gucken, fürchte ich. Ach so, wir haben hier, glaube ich, noch nicht. Wir hatten hier doch. Ach, wir hatten hier eine Armbrust gefunden, ne? Oh, ich habe ja noch gar nicht richtig geguckt, glaube ich. Hier waren wir, glaube ich, aber. Können wir hier durch? Wir passen da durch, ich sehe es. Den Generator haben wir angeschmissen. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann. Wenn die Hunde nerven, müsst ihr mir Bescheid sagen. Jetzt haben wir auch noch die falsche Ansicht. Sekunde, Sekunde. So, jetzt sieht es besser aus. Jetzt sehe ich den Chat auch wieder besser. So, das haben wir aufgemacht. Hier sind auch überall die Symbole. Die Armbrust haben wir. Oh nein. Ich wollte gerade mit der rechten Maustaste die Kamera drehen, sozusagen. Ja. Vor 3 Tagen hat Anonymous schon wieder, ja, wunderschönen guten Tag, nach 2 Monaten gilt's. Also Abo-Falle, ja, mal wieder. Vielen Dank dafür, ich weiß gar nicht, ob du schon da bist. Wenn du sonst später kommst, ich sage gerne nochmal danke für dich, Anonymous, dass du mal wieder hier abonnierst. So, wir müssen da vorne erstmal rechts gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht. Wo war denn das? War das Steuerung? Ich möchte, glaube ich, lieber das ausrüsten. Und vielleicht legen wir uns mal diese Armbrust. Stimmt, wir haben auch kein Inventar mehr, ne? Ich wollte, glaube ich, noch was in den Schuhkarton packen, wenn ich mich recht erinnere. Das hatten wir, glaube ich, schon. Damit wir überhaupt Platz für die Armbrust hatten, beziehungsweise dann für die Pfeile. Aber ich lege da vielleicht noch mal ein, zwei Sachen rein, dass die nicht verloren gehen. Packen wir mal da noch mit rein. Ich glaube, Schmerzmittel brauchen wir, Pfeile und sowas. Das brauchen wir, glaube ich, auch alles. Ja, das muss erstmal reichen. Dann haben wir wenigstens einen halben Platz. So, und jetzt gucken wir mal. Ach so, ich wollte noch ganz kurz die Armbrust shortcutten auf 4. Hier an dieser Maus habe ich festgestellt, funktionieren die Shortcuts. Das ist 1, das ist 2. Das ist 3 und das ist 4, das ist 4. Dann hätte ich hier theoretisch noch die 5, aber die 5 ist nicht belegt. Okay, meine Maus funktioniert ja immer nicht. Anonymous, wunderschönen guten Abend. Ja, dir auch. Im Normalfall bist du immer hier. Ja, und sehr gerne. Ja, dann hast du es hier schon gehört. Sonst hätte ich glatt nochmal Danke gesagt, aber da muss ich mich ja gar nicht wiederholen. Wobei der Dank auch doppelt gilt, also keine Frage. Ja. Schon wieder so ein. Na, wir gehen erstmal hier lang. Da gibt es Muni. Picknick Area. Da gehen wir hin. Und es gibt aber leider nur einen Pfeil, wie ich das sehe. Noch einen Pfeil auf dem neuen Platz. Ne, ist nur der dritte da. Uiuiui. Bin jetzt schon wieder gestresst und habe Angst, dass da gleich wieder Viecher kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass mir noch ein bisschen zu leise. Muss mal ein bisschen lauter machen. Wenn ihr euch oder das Spiel hier irgendwie doppelt hört. Huch. Falsche Taste. Und dann müsst ihr Bescheid sagen. Wo sind wir denn hier? Ah, da. Viel zu leise für mich. Sie damit auf. Und ich mag Beef Jerky nicht mal besonders. Tag und Nacht rufen mich die Leute wegen Bestellung.
Das heißt. Die tot ist? Also es scheint auf jeden Fall. Offenbar mehrere Personen zu geben, die verschiedene Realitäten haben. Das ist schon hart, du verlierst deine Frau und dann nerven dich alle noch, weil irgendwer im Radio erzählt, deine Frau lebt und es gibt Beef Jerky. Vielleicht habe ich es mir jetzt ein bisschen zu laut gemacht. Wir merken das spätestens, wenn es das erste Mal gruselig und schreckhaft wird, dass ich mich dann noch mehr erschrecke als nötig. Da sind schon wieder diese Häkeldinger. Da gibt es bestimmt eine Lunchbox. Das hier ist ganz leer. Das Spiel scheint zu glauben, wir haben genug Sachen. Wir hören hier irgendwo Wasser. Wo ist die Lunchbox? Zeig. Lunchbox. Das ist immer in der Nähe. Da ist noch ein Häkelding. Die sind wieder hier. Und noch eine Lunchbox. Die Eier oder angemalte Steine, wobei die sehen aus, als hätten die so Stoff drumherum hier, so Fäden, so, ne? Okay. Ich senkte mein Gewehr. Auf dem Autodach stehend blickte ich auf das Rätsel hinab. Die Zombies hatten fast gewonnen, aber zum Glück war ich da. Manchmal sind die Menschen, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Helden, die wir brauchen. Dank mir war meine Stadt nun endlich sicher. Ich schwang das qualmende Schießeisen ein letztes Mal über meine Schulter. Hoffentlich zum letzten Mal. Ja, wenn es ein letztes Mal mehr. Die Stadtbewohner, die vorsichtig aus ihren Verstecken hervorkamen, bestaunten dasselbe Blutbad, das ich auch sah, und riefen meinen Namen und ich winkte und sie jubelten wieder. Endlich konnte ich wieder in mein ruhiges, bescheidenes Leben zurückkehren, Bücher lesen, im Garten arbeiten, stricken und die beste Pilzexpertin der Welt sein. Plötzlich packte eine Hand mein Handgelenk. Ich blickte in die Augen des liebenswürdigen, sensiblen Schriftstellers, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ist das Ellen? Ein Lächeln überzog sein wunderschönes, freundliches Gesicht und ich fühlte mich seit dem ersten Auftauchen der Zombies zum ersten Mal ruhig. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir für den Rest unserer Tage in Frieden miteinander leben. War das also Alice? Ist das Buch sozusagen Alice, die diese Sätze hier schreibt? Es scheint ja um eine Frau zu gehen. Aber Schriftsteller würde ich auf jeden Fall denken, ist Ellen, aber... Hi, Cat Weasel! Ja, okay, hier kommen wir scheinbar nicht rein in dieses Funkturm-Gedings. Da drüben war noch der Picknicktisch. Das habe ich gesehen, da müssten wir runtergehen. Aber ich habe gedacht, wenn wir runtergehen, dann sind wir vielleicht auch schneller wieder. Was knackt hier? Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich spiele. So ein gruseliges Spiel. Warum nochmal? War das eine gute Idee? Noch mehr dieser Reime. Ach, wir hören ihn da unten schon, ne? Okay, was haben wir hier wieder? Drei kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eines der Rehe kam niemals zurück nach Haus und zwei der Rehe suchten Trost und weinten los. Das klingt jetzt nicht so happy. Danke für das Abo an den edlen Spender. Ja, ich glaube, das stand, glaube ich, noch aus. Das war letztes Mal mit dem Abo. Ich erinnere mich. Ach Gott, wie diese Puppen. Ich weiß echt nicht, welche Puppen hier hin müssen. Wir haben jetzt 2, 4, 5. Wie viele haben wir denn schon? 2, 4, 5. Wir haben auf jeden Fall schon 5 Puppen, aber ich weiß nicht, was wir damit machen müssen. Heldenpuppe, Krähenpuppe. Also Krähe würde ich fast denken, ist wenn hier oben dieses Küken-ähnliche. Krähenpuppe. Oh. What? Da
Dann haben wir noch Auge, Baum, Blatt und Haus. Was passt denn zu was? Hirsch? Ich weiß es nicht. Soll ich die einfach mal irgendwie hinstellen? Held kommt ans Haus. Keine Ahnung, der Elch kommt dahin, hier kommt der Hirsch hin. Und Auge hat der Wolf. Aber es scheint nichts zu nützen. Drei kleine Rehe. Ja gut, wir haben sowieso nicht drei, ne? Also. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was damit gemacht werden muss. Wir werden es vielleicht noch rausfinden. Runterspringen geht ja sowieso nicht. Okay, dann fürchte ich es jetzt. Da ist unsere Speicherhütte. Dann fürchte ich, also wir müssen jetzt, ja gut, aber da unten ist auch der Typ, also, oh, warte. Naja, Kinder rein. Okay, aber ich fürchte, jetzt ist der Moment, wo wir dahin müssen, wo ich nicht hin möchte, nämlich zu dem nächsten Dings, was wir offenbar auch als erstes einmal... mit Licht verwundbar machen müssen. Und dann können wir den hoffentlich... Ja, genau, das ging an dich, Anonymous. Der Dank. Das war ja letztes Mal... Letztes Mal am Sonntag war das gewesen. Jetzt kommt der sehr, sehr unangenehme Teil. Schlechtem Aiming. Ist da noch einer? Okay, das ist glaube ich ein bisschen zu laut. Die stöhnt mir ja hier richtig laut ins Ohr. Waren wir vorher ganz geheilt? Ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall super viel Muni verbraucht. 12 Schuss für einen einzigen, das geht gar nicht. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser. Dieser rote Punkt da vorne, ne? Der macht mich schon wieder wahnsinnig. Wenigstens haben wir mit der Taschenlampenladung mit einem Mal getroffen. Das, wir wollen ja mal die positiven Sachen festhalten. Okay, ist das hier der Point of No Return oder könnten wir hier theoretisch auch noch zurück? Wir könnten noch zurück. Okay, wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Okay, hier geht es ja eigentlich nur ziemlich genau geradeaus. Bautis. Hi. Ich weiß gar nicht, wie sieht man die? Die sind schon wieder wahnsinnig. Wenn sie zu laut werden, muss sie Bescheid sagen. Nimm die Armbrust, vielleicht ist die besser. Das könnte tatsächlich sogar sein, aber ich habe Angst, dass ich mit der Armbrust noch schlechter bin. Wenn die nämlich so, wenn man da so mit einberechnen muss, dass die ein klein bisschen Flugbahn hat, dann verkacke ich halt richtig. Ich kann es ja mal testen. Kann man da mehr als einen Pfeil reinmachen? Nee, ne? Aber wenn ich halt mit einem Schuss nicht treffe oder daneben treffe, nicht in den, was weiß ich, Kopf oder so, dann wäre schon Kacke. Dann ist Kacke. Ich hoffe, wir laden dann relativ schnell nach mit dieser Armbrust. Ach ja, ausweichen können wir auch, ich erinnere mich. Hätte ich mal eben machen sollen, ne? Okay, wir gehen hier gleich mal rechts und dann gehen wir so ein bisschen geradeaus links. Dann leuchtet schon das Riesenrad. Ich will nur einmal den Weg gehen, wo wir vermeintlich nicht lang müssen. Das ist nämlich dieser hier. Hier sind schon wieder Steine. Dann muss doch hier irgendwo auch eine Lunchbox sein. Oder? Wie so einer ist. Habe ich irgendwo diese Dinge an den Bäumen gesehen? Hey, hey. Hier ist eine, aber wo ist denn der nächste?
Da sind auf jeden Fall noch mehr Steine. Okay, wir hätten einfach nur geradeaus gehen müssen. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus, ne? Noch mehr Steine. Warum können wir den Rucksack nicht mitnehmen? Dann könnten wir viel mehr tragen. Das wäre viel besser. Die Angst brauchst du nicht haben. Schlimmer wie bei der Pistole kann es nicht werden. Ja, das stimmt eigentlich. Da ist noch eine Lunchbox. Ja, da ist noch eine Lunchbox. Also schlimmer als bei allem anderen kann es sowieso nicht werden bei mir. Denn es ist überall schlimm. Also es ist überall gleich schlimm. Von daher macht das nichts. Hallo Held, ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geraten sind, aber ich weiß nicht welche. Ich habe einige online gestellt und sie erhalten ziemlich gute Kritiken, Gott. Aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Es ist was Privates. Okay, was für Kritiken. Okay, hiermit können wir nichts machen. Ich hoffe, wir sind hier halbwegs safe. Ich will mal ganz kurz die Lunchbox-Sachen hier mit dran machen. Und Fakt versus Fiktion haben wir hier auch noch. Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Okay, dafür haben wir sogar schon ein paar Punkte. Wo ist meine Maus? Da. Ilmo. Welche Teile sind falsch? Welche wird überhaupt nicht? Ilmo sagt, Besitzer der Wohnwagensiedlung, okay, das ist eine Beschreibung von ihm, in der ich angeblich lebte, nennt mich seine lustigste Bewohnerin. Mein Leben in Watery? Vielleicht sollte er da auch nochmal mit aufnehmen, dass hier die, oh, wie hieß denn diese Kellnertuse, dass die einfach sagt, unsere Tochter ist tot. Endlich schätzt jemand meine Witze, aber im Ernst, was habe ich hier für ein Leben gelebt? Rose, achso, ja stimmt, genau die Rose, sie hat mich im Diner in Bright Falls wiedererkannt. Sie sagt, ich sei nach Logans Tod weggezogen. Wie sie mal stöhnt. Entschuldige, dass ich das falsch zuordne. Logan ist Teil der Geschichte. Wie viele Sachen wir noch finden müssen. Okidok, die Spur des Killers. Was Ilmo weiß. Er glaubt, dass ich hier einen Wohnwagen hatte. Komisch, Schlüssel zu meinem Wagen in Coffee World. Ilmo meinte, in Coffee World könnte mir jemand helfen. Die Ersatzschlüssel für die Wohnwagen liegen im Safe des Souvenirladens in Coffee World. Ja, genau, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Ilmo ist sich sicher, dass ich früher hier gelebt habe, dass ich hier einen Wohnwagen besaß, dass ich ein Mitglied der Gemeinde bin. Alles ein bisschen weird. Geschichte. Wir haben ja echt viel. Habe ich so viel hier nicht mehr zugeordnet für später? Okay, also hier haben wir irgendwas für später, was ich noch gar nicht, offenbar noch gar nicht zuordnen kann. Trotzdem hatten wir da einen gelben Punkt. Kultverstecke. Verstecke in Watery sind wir hier. Versteckt beim Schießplatz in der Nähe von Watery. Gott, wie viele gibt es denn da? Da gibt es... Wow, 8. Cool. Versteck im Wald in der Nähe von Watery. Scheinbar haben wir die ersten beiden gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Kinderreime haben wir auch noch. Elchpuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet. Ach, Reimpuzzle. Reime von Bright Falls. Reime von Watery. Nein. Oh, wo haben wir den gefunden? Haben wir den woanders gefunden? Bright Falls? Was sind das für Dinger? Was war das? Hä, wo gehen die hin? Reimer von Cauldron Lake. Seltsame Puppen. Macht wahrscheinlich dahin. Sinn. Oh, wir müssen ja noch super viele finden. Hirschpuppe zum Lösen des Reimpuzzles. Also hat wahrscheinlich jeder Reim seine eigene Sortierung von diesen ganzen Sachen. Da haben wir aber noch echt viel zu finden und zu tun, ne? Lunchbox vom Riesenrad in Coffee World. Das müsste unten sein. Watery. Wie viele gibt es da? 6. Lunchbox vom Bereich nahe dem Funkturm außerhalb von Watery. Wir haben aber echt viel zu finden, ne? Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, Radio. Okay, Radio und Dings. Das lassen wir erstmal weg. Okay. Dann geht's hier weiter. Sind geradeaus und linksig, ne? Weil, genau, hier ist alles überflutet. Das hatte sie gesagt, als wir schon in die Stadt gekommen sind. Was macht ihr da? Ich klaue hier noch das Fake-Fell von meinem Sofa und schütteln es wie Beute. Hey. Ich
Ich höre doch da schon wieder wen. Wenn das hier nicht alles so düster und gruselig wäre, ne? Dann könnte das echt schön sein. Hier war der unsichtbare Fischer wahrscheinlich, ne? Wir hatten irgendwann mal einen Brief gelesen von dem, wo er so verschiedene Standorte auch erwähnt hat und gesagt hat, er wechselt den Platz, weil irgendwelche Leute da sind und er aber nicht gesehen wird. Und wir hören hier wahrscheinlich Tralar-Musik von dem Riesenrad. Basketball. Da leuchtet Licht. Ich hoffe, wir können da speichern. Wenn wir denn lebend dahin kommen. Okay, hier gibt es scheinbar nichts. Das Dixi-Klo gibt es überall. Ich habe Angst, dass irgendwie auf einmal eine Tür aufknallt und ich mich voller Schrecke oder so. Oh, Best in Town, Hot Dogs. Jetzt könnte ich glatten Hotdog essen. Ketchup und Senf gibt es noch, offenbar. Es wohnt auch hier, da sind die Luftballons. Okay. Als erstes mal speichern. Schnell speichern, dann können wir hier noch irgendwelche Seiten lesen. Was ist das denn? Scratch auf der Jagd. Scratch schlich durch den Wald. Ein furchterregendes Dunkel der Nacht, mehr spürbar als sichtbar. Dunkelheit brodelte in ihm, wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von denen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen. Seine Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Das sind die, die wir sehen, ne? Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Die Besessenen stammelten und zerrten an ihren unsichtbaren Leinen. Erfüllt vom Blutrausch, Scratch ließ sie los. Ungestüm und voller Vorfreude stürzten sie sich in die Nacht. Er riss einen Wegweiser aus und schwang ihn, als wäre er aus Luft. Vor ihm startete die Musik. Sie feuerte ihn an. Möge das Hirschfest beginnen. Okay, den letzten Satz. Möge das Hirschfest beginnen. Ich weiß ja nicht, ob das eher ein Horrorfest wird oder so. Was wir hier so bisher hören, klingt das nicht so, als würde das gut laufen. Ah, oh, können wir Muni kriegen? Ja. Wenn wir viel Muni verbrauchen, kriegen wir auch Muni. Finde ich gut. Das finde ich gut. So, dann speichern wir auch einmal richtig. Speichern wir mal da. Okay. Ich denke, das Düstere ist gewollt. Ich glaube, es läuft als Horrorspiel, ansonsten wäre es ein Kinderspiel. Ja, es läuft tatsächlich als Horrorspiel. Aber ich weiß nicht, warum es eine gute Idee für mich ist, das zu machen. Hey! Diese Hunde. Bestimmt bellt sie wieder, wenn hier irgendwas gruselig ist. Hallo? Jemand da? Nein. Sind sie rausgekommen? Haben die Besessenen sie erwischt? Oder wurden sie zu Besessenen? Wahrscheinlich eher das. Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Fresh Pot Gift Shop, open 10 a.m. Mal ganz kurz, wir haben hier einen neuen Fall bekommen. Nämlich... War das das hier? Der Klicker. Ach, das haben wir aus dieser Dingsbums-Seite, ne? Da, der Klicker, da kommt das hin. Scratch muss nur den Klicker finden, damit sein Ende Wirklichkeit wird. Das kann ich nicht zulassen, das ist immer noch für später. Das heißt, die Spur des Kultes ist dann, das Neue. Coffee World,
der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Ist ja auch keiner mehr da. Coffee World ist auf jeden Fall interessant. Und Lea, Ilmo sagte, jemand würde mir helfen, den Schlüssel zu holen, aber niemand ist da. Okay, da müssen wir also zwei Sachen theoretisch finden. Das ist hier so groß. Hier muss ich so viel suchen. Hier liegen überall Rucksäcke rum. Warum nehmen wir nicht einen mit oder gucken wenigstens mal rein? Dann noch diese Jahrmarktsmusik dazu, ne? Und gleich springt uns irgendwas an oder so. Das ist ja toll hier. Das finde ich gut. Das ist was, was wir gebrauchen können. Low Roaster. Sieht jetzt nicht so low aus. Oder slow? Wahrscheinlich slow, ne? Wir haben das Essen noch nicht gesehen. Slow würde noch besser. Noch eine Kultkiste. Slow würde besser passen zum. Ja, slow. Zu einem Riesenrad. Was ist hier der Tipp? Nur gestreifte Becher. Gestreifte Becher? Finden wir vermutlich Becher. Das sieht aus wie eine Toilette out of order. Noch eine. We're sorry, this toilet is temporarily out of order. Und wer hat da irgendwas? WTF! Tut uns leid, diese Toilette ist vorübergehend außer Betrieb. Was zum Teufel? Alle Toiletten sind außer Betrieb. Reißt euch zusammen! Reißt euch mal zusammen! Wieso sind sie denn außer Betrieb? Weil da irgendjemand rumsaut? Oder weil... keine Ahnung, ob sie kaputt sind? Okay, hier hätten wir wahrscheinlich das Gleiche auch einfach nur lesen können. Gestreifte Becher? Reden wir von diesen Tassen? Und gestreifte sind Zahlen, ha? Boah, diese Geräusche hier überall, ne? Ich schaue nochmal ganz kurz rum. Gestreifte Becher. Okay. Können wir das irgendwo in Gänze sehen? Oder gänzlicher? Woher weiß ich denn, an welcher ist? Das ist eine zweigestreifte. Zweigestreifte ist 7. Also ist die 7 vielleicht an zweiter Stelle. Zweiter Stelle. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Soll das auch ein Streifen sein, das untere da? Nee, ne? Das ist einfach, würde ich schätzen. Mal gucken, was noch kommt. Das ist ein Streifen, guck mal. Und da oben sind 3. Ja, okay. Also die erste Zahl ist die 1. 1, 7 und... ist das eine 4 da oben? Ja, 1, 7, 4. Gucken wir mal. Huch! Upsi! Was habe ich denn gedrückt? Ich habe Q gedrückt. 1, 7, 4. 1, 7, 4. 1, 7, 4. 1, 7, 4. Scheinbar nicht. Warte, ich muss mich beeilen, lass mich gucken. 4. Ich weiß es nicht. 1, 4, 7, soll das nicht der Reihenfolge gehen? Von oben nach unten. 1, 4. Ja, okay. Dann hatten die Streifen an den Dingern selbst nichts zu sagen. Do not take what is not yours. Nimm nicht, was dir nicht gehört. Ja, okay, mir gehört das alles nicht, aber ich nehme es trotzdem. Weil ich. Hoppala. Das wollte ich. Nein, das wollte ich. Weil ich nämlich kacke bin. Okay, wir haben irgendwas Neues bekommen. Für Kultverstecke. Ja, natürlich, macht ja Sinn. Wo sehen wir hier was? Watery. Noch mehr Warnung im Innern. Scheinen häufig aufgebrochen zu werden. Okay, okay. Wir haben jetzt mit diesem schrecklich knarzenden... Hat da jemand so einen weißen Plastiktannenbaum so aufgestellt? Also aus Erfahrung kann ich sagen, die sind super leicht. Der wäre hier tausendmal, wäre der hier runtergeweht. Es sei denn, irgendjemand stellt ihn immer wieder drauf.
Die sind halt super leicht und super wackelig mit diesen Dreifußdingern. Steht hier was dran? Also ja, aber wir dürfen es scheinbar nicht lesen. Ja, ich versuch's gar nicht erst. Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Ja gut, aufbrechen haben wir leider nichts. Finden wir hoffentlich. Könnte uns für tausend andere Sachen auch noch helfen. Okay, hier kommen wir, glaube ich, nur wieder von der anderen Seite, ne? Genau, da sind wir hergekommen. Okay. Können wir ja eine Karte noch finden? Nee. Noch mehr Toiletten.